Was geht ab, meine Freunde? Zwar nehme ich euch heute mit zu meinem Nagelstudio-Termin und das nächste Mal nehme ich euch auch mit zu meinem Friseurtermin. Falls ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare, macht einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Leute, ich bin unter anderem auf TikTok darunter bekannt, dass ich immer sehr, sehr auffällige Nägel habe. Zum Beispiel sowas. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden, was für Nägel ich alles schon hatte. Und zwar gehe ich jedes Mal zum selben Nagelstudio und ich liebe sie über alles. Sie weiß selbst noch gar nicht, dass ich ein YouTube-Video drehe, aber mal schauen. Auf jeden Fall mache ich mir heute richtig frische neue Nägel, weil ich habe diese Nägel jetzt schon einen Monat drauf und mein kleiner Finger hat Ciao gesagt. Der wird auf jeden Fall auch nochmal schick gemacht, also hier kommt wieder ein Nagel drauf. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich kann euch ja mal ein paar Ideen zeigen, die ich habe. Wie ich mir meine Nägel machen wollte. Und meine Mutter hat mir gerade geschrieben, meine Mom. Ich habe meine Haare, ich war ja gestern beim Friseur. Ich habe hier ja die Haare dunkel gemacht. Ich finde das voll cool. Und das Ding ist, jetzt passen aber keine passenden Nägel mehr dazu. Hier sind übrigens meine Haare, also die Inspiration. Ich habe es bloß andersrum gemacht, hier weiß und da schwarz. Weil ich liebe weiße Haare über alles, also platinblonde Haare. Und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ich zeige euch mal paar Bilder von den Nägeln. Also ich hatte einmal die zur Auswahl. Das Ding ist, auf den Bildern, die sind immer richtig kurz, aber ich mache die immer richtig lang. Also nicht wundern. Ich gucke immer auf Pinterest oder Marisa, die mir immer Nägel macht. Schickt mir auch Ideen. Immer ganz schön viel hier. Ihr könnt sie ja mal gerne abchecken. Pretty Puffs Beauty auf Instagram. Sie macht sehr, sehr gute Arbeit. Leute, ich sag euch ehrlich, ich bin schon durch ganz Deutschland gereist, um mir die Nägel zu machen, okay? Damit ich solche auffälligen Nägel tragen kann. Und ich habe nie jemanden gefunden. Und jetzt habe ich jemanden gefunden. Und zu ihr gehe ich schon seit mehreren Monaten. Ich liebe sie wirklich über alles, Leute. Ihr könnt sie gerne mal abchecken. Und ich nehme euch jetzt mit. Ich glaube, meine Mama hat mich gerufen. Okay, Leute, denkt ihr, diese Schuhe gehen fit? Oder soll ich irgendwelche anderen anziehen? Ich habe so eine riesen Auswahl. Das sind jetzt alles nur meine Sneaker so für draußen. Oder ich ziehe halt dich an, aber die sind voll dreckig. Ich weiß es nicht. Oh, Leute, ich bin jetzt im Auto. Und natürlich muss ich beim Beifahrersitz sitzen. Ich habe irgendwas im Schuh drin. Ich mache den jetzt auf. Ich hoffe, das ist keine... Ih, was ist das? Das ist einfach nur Müll, hä? Na, okay. Mom, ich drehe ein YouTube-Video. Willst du Hi sagen? Hallo. Sagt man, die sollen einen Daumen nach oben geben. Alle Daumen nach oben geben. Genau, Leute. Wenn meine Mutter das sagt, dann müsst ihr das auch machen. Ich mich nicht so starsäblich. Und natürlich anschneiden, weil wir sind ein Vorbild. Ach Mist, jetzt kann ich ja gar keine Musik anmachen und dich nerven. Wie mein Kellig, Kellig. Also wir fahren jetzt erstmal in die Stadt. Wir müssen tanken. Was geht ab, Leute? Ich melde mich live aus Uelzen. Ich bin jetzt bei der Kfz-Zulassungsstelle. Ich musste irgendwas unterschreiben. Ich habe jetzt auch meinen Ausweis mitgenommen. Ich kann euch mal das Bild zeigen. Das sieht gar nicht so aus wie ich, aber naja. Auf jeden Fall gehe ich jetzt da rein. Und ich hoffe mal, ich komme da rein ohne Termin, weil ich habe keinen Termin. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt bei Real gelandet. Wir haben noch nicht getankt. Ich nehme euch gleich mit. Auf jeden Fall habe ich meinen Termin jetzt doch erst um 12 Uhr, weil sie noch ein bisschen länger braucht, weil sie gerade noch eine andere Kundin hat. Das ist auf jeden Fall nicht schlimm für mich. Und deswegen gehen wir zu Real, weil ich war doch voll lange nicht mehr drin. Und übrigens wegen der Führerscheinstelle. Ich sollte nicht zur Zulassungsstelle, sondern zur Führerscheinstelle. Das ist einfach so krass unnötig. Ich muss dort einfach wirklich hin, nur um eine Unterschrift auf das Papier zu geben. Und das war's. Warum können die das nicht einfach per Post schicken? Das regt mich voll auf. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt bei Real. Meine Mama ist schon ausgestiegen und jetzt nehme ich euch einfach mal mit. Ich glaube, Real war mal voll mein Kindheitsladen. Ich habe dort immer Playmobil und alles gekauft. Naja, let's go. Denkst du, ich fliege raus, wenn ich filme? Boah, ich liebe diese Smoothies. Oh. Leute, ich weiß nicht, ob man hier filmen darf, aber guckt euch mal diesen Adventskalender an. Adventskalender, voll geil. Auf jeden Fall, Schokoladen-Adventskalender lohnt sich wirklich immer. Aber ich hole mir jetzt noch gar keinen, weil ich esse den sonst sofort auf. Boah, Leute, ich glaube, ich bin im Paradies. Oh. Alter, wenn das nicht mal ein Traum ist, das ist ja ein Traum. Hä, ich stehe gerade in der Nudelabteilung. Ich wusste gar nicht, dass Nudeln nur so 2-3 Euro kosten. Warum bezahle ich denn dann im Restaurant nur so 20 Euro für Nudeln? Das passiert, wenn Adeline ins Geschäft geht. Jetzt muss ich das auch selber tragen. Ich kann nicht mehr, das ist so schwer. Wir sehen uns gleich, Leute. Okay, Leute, Adelina wollte einfach nur ein paar Snacks holen. Ja, Butter gehört meiner Mom nicht mehr. Aber sonst, ich habe hier auch ein kleines Geschenk für Marisa mitgebracht. Ich hole das einmal hier raus. Ah, voll geil, Mann. Ich kaufe mir nie so Lindt-Schokolade, weil ich das viel zu teuer finde, aber egal. Ja, ich habe mir dafür Kinderschokolade geholt, ein Kinderüberraschungsei. Boah, das packe ich jetzt mit euch aus. Wir sind gerade tanken.
kann man das sehen? Ich zoome mal ran. Hallo? Geil. Und es ist nicht mal voll. Was geht ab, Freunde? Ich bin jetzt angekommen. Ich filme mal nicht so die Umgebung. Aber ich habe immer noch gar keine Nägel. Ich weiß noch nicht, welche ich mir machen soll. Ich glaube, ich werde da gleich sitzen, richtig wahllos. Und immer noch nicht wissen, welche Nägel ich mir mache. Aber naja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich bei ihr drin. Was geht ab, Freunde? Ich bin jetzt bei Marisa angekommen. Und guckt euch mal dieses Nagelstudio an. Das ist ja nicht mehr normal. Sie hat so viel Auswahl. Ich zeige euch das einmal. Oh mein Gott. Also hier kann man wirklich alles machen, was man möchte. Oh mein Gott, wie viel Glitzer. Ich glaube, das ist ein Traum von allen Mädels. Mega cool. Marisa, möchtest du auch mal Hallo sagen? Hi. Wir besprechen jetzt auf jeden Fall erstmal, was ich machen werde. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns gleich wieder. Und Leute, es ist jetzt 12.41 Uhr. So sehen meine Nägel aus. Ich gucke währenddessen Alkali. Und sie macht mir jetzt die Nägel weiter. Okay, Leute, hier seht ihr einmal meine unfertigen Nägel. Wir haben jetzt die Tipps schon draufgeklebt. Die sind einfach durchsichtig. Guck mal, wie lang die sind. Ah. Nebenbei gucke ich übrigens Prime Video. Und wir haben uns jetzt auf jeden Fall auch schon für Nägel entschieden. Ich zeige euch das Ergebnis am Ende. Ich blende aber hier einmal zwei Bilder ein. Und zwar machen wir einen Mix aus beiden. Und ich bin echt mal gespannt, wie das aussehen wird. Wir sehen uns, Leute. Was geht ab, Freunde? Es ist schon der nächste Tag angebrochen. Und zwar habe ich gestern voll vergessen zu filmen, weil ich wirklich bis 19 Uhr im Nagelstudio war und dann war es schon dunkel und ich war so müde. Als ich nach Hause gekommen bin, bin ich direkt schlafen gegangen. Deswegen aber auf jeden Fall, meine Nägel sind fertig und ich zeige sie euch jetzt einmal. Unten sind die rot, die sind jetzt ein bisschen dreckig, weil ich mich gerade geschminkt habe und alles voller Make-up ist, aber ja. Das ist auf jeden Fall einmal die eine Hand. Der Nagel ist auf jeden Fall sehr lang. Und das ist meine andere Hand. Das sind meine fertigen Nägel. Ich finde die mega nice. Übrigens, Leute, habe ich auch ein Highlight zu meinen Nägeln auf Instagram. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr Inspiration braucht. Ja, auf jeden Fall. Heute ist Freitag. Ich denke, das Video wird Samstag oder Sonntag online kommen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich hoffe, euch hat dieses bisschen chaotische Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und falls ihr mehr Videoideen habt oder Fragen an mich oder... Also falls ihr Fragen an mich habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare euer Feedback schreiben zum Video. Es ist ein bisschen chaotisch geworden. Ich sage so, wie es ist. Ich habe ein bisschen vergessen zu filmen. Aber man konnte ein bisschen den Prozess meiner Nägel sehen. Also für die Leute, die es halt interessiert. Übrigens, ich saß da ungefähr circa so 6,5 Stunden. Ich will jetzt nicht untertreiben oder 7, ich bin mir nicht mehr sicher, deswegen. Aber so lange dauert es halt normalerweise bei meinen Nägeln. Für die Leute, die immer fragen und es gerne wissen wollen, weil meine Nägel ja immer sehr lang sind. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch einen gesunden, schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Bis dann!